Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es schon als Anfang benutzt wurde, es ist so wichtig, dass man es noch mal wiederholen kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Ich bin mir bewusst, viele haben es gehört, sie werden es noch öfters hören. Aber das sind nun mal zwei Sätze, ja, die machen alles aus, wofür unsere Gesellschaft steht. Das ist der Kern unserer gesellschaftlichen Ordnung. Sie zitieren den Satz ja auch oft genug. Und es geht hier auch um diesen Satz. Und ich möchte Sie bitten, hören Sie zu. Vielleicht erkennen Sie, weshalb wir hier einen Zusammenhang annehmen, weshalb es nicht nur um den Paragraphen 219a geht. Es geht hier um das Recht auf Leben. Es geht um die Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar und eindeutig festgestellt, die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz, und das Recht auf Leben, 2 Grundgesetz, stehen auch dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Und dieses Recht auf Leben besteht gegenüber jedem, auch gegenüber der Mutter. Und im Satz 2 unseres Artikel 1 Grundgesetzes steht noch was. Der Staat muss es nicht nur achten, nein, er ist auch verpflichtet, es zu schützen. Wir, der Staat, sind verpflichtet, das ungeborene Leben mit seinem Recht auf Leben zu schützen. Das ist unser Auftrag. Und ganz ehrlich, und deshalb ist mir das in diesen Anträgen, ich habe sie alle gelesen, in diesen Beiträgen, dieses Recht und unsere Schutzpflicht kommt mir viel zu kurz. Das tut mir leid. Ich verkenne nicht, dass es für eine Frau, und ich kann mich sehr gut in die Lage einer Frau hineinversetzen, die nicht so gerne in einer vielleicht einer schwierigen Lebenssituation schwanger werden will. Glauben Sie mir, wir können das durchaus nachvollziehen von der Union. Auch das Bundesverfassungsgericht zieht die Gegenrechte. Natürlich gibt es Gegenrechte der Mutter. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Leben und Gesundheit. Wir verkennen auch nicht, dass es sich keine Frau in dieser Situation leicht macht. Aber, und offensichtlich muss man mehrfach das Bundesverfassungsgericht zitieren, weil es sonst keiner glaubt, das Bundesverfassungsgericht führt aus. Es ist nun mal so, dass die Vorkehrungen, die der Gesetzgeber, wir, trifft, die müssen ausreichend sein für einen angemessenen und wirksamen Schutz des ungeborenen Lebens. Wo habe ich da irgendwas dazu gehört? Weiter, das Bundesverfassungsgericht führt weiter aus. Mindestanforderung sei es, dass der Schwangerschaftsanspruch wortwörtlich grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und daher grundsätzlich verboten ist. Das ist ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Und auch wenn Ausnahmeregelungen zugelassen werden, gerade weil wir die schwierige Lage von Frauen sind. Ja, hören Sie zu, vielleicht verstehen Sie dann den Zusammenhang. Offensichtlich nicht. Bemühen Sie sich mal reinzuversetzen. Also, und selbst dann, wenn wir Ausnahmeregeln akzeptieren, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert hat, hat es ausgeführt, dass verpflichtet der Schutzauftrag des Staates. Unsere Pflicht ist es, auch den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen. Herr Präsident. Lassen Sie sich nicht stören, Frau Kollegin. Machen Sie einfach weiter. Ich wiederhole es noch mal. Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Schutz des Staates, auch den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Wir sind verpflichtet, sicherzustellen, dass die Menschen verstehen, dass das kein Standard ist, dass das kein Normalfall ist. Das ist unsere Pflicht. Das sagt uns ganz klar das Bundesverfassungsgericht. Und deshalb haben wir dieses ausdifferenzierte System. Genau deshalb haben wir in Ausnahmefällen eine Zulassung, weil man sagt, das ist für die Frau unzumutbar. Aber wir haben gleichzeitig eine Beratungspflicht. Und diese Beratungspflicht von unabhängigen Stellen. Wir haben eine Beratungspflicht, wo vom Bemühen geleitet ist, der Frau noch mal die Möglichkeit zu geben, es vielleicht doch dafür zu entscheiden. Und zwar nicht von dem Arzt, der dann die Abtreibung vornimmt.
Wenn man das macht, besteht die Gefahr der Kommerzialisierung. Und es ist fahrlässig, grob fahrlässig und gefährlich, auch im Hinblick auf die anderen erreichten Regelungen, die wir haben für Frauen, das auszublenden. Nur noch ganz kurz. Ärzte haben auch sonstige Werbeverbote. Eigentlich ist die Zeit zu Ende, Frau Kollegin. Ja, die haben ja so viel Zeit gekostet. Wir haben im Moment eine Gesellschaft, wo wir die Werbung von Tabak verbieten wollen, aber die Werbung vom Abbruch der Schwangerschaft wollen wir jetzt wieder legalisieren. Das verstehe, wer will. Ich schließe die Aussprache.